Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. 2. Es kann sein, dass das der letzte Part ist. Ich wollte mit euch noch zusammen einmal den Münzrausch angucken. Nicht weil... Ja, also wir haben das Spiel abgeschlossen, den Einspielermodus. Und ich würde mir gerne den Münzrausch mit euch zusammen gucken. Wir werden den nicht durchspielen. Es wird nur angucken, nur zum Angucken, weil... Es ist knüppelhart, dass den letzten Münzraum, das letzte Münzrausch-Paket ist zu hart, um es wirklich als Let's Play zu machen. Das ist mir zu, ist mir auch zu anstrengend. Wir starten. Ich habe mir die hier, ihr wisst Bescheid und so. Das habe ich schon mal gespielt. Das finde ich halt, einige finde ich halt doch sehr interessant, dass ich die halt euch nicht zeigen kann, nicht zeige. Dementsprechend fangen wir mal an mit der ersten Münzraus-Session in Headlevel aus Welt 1, 2 und einer Geheimwelt. Wir fangen mal an. Es gibt jeweils drei Level, die wir hier durchrasen müssen. Haben hier noch eine Feuerblume, die wir bekommen. Wir haben, der Timer ist immer knapp. Immer knapp, wir müssen hier nur durch. Ich werde hier nicht jetzt alle Starcoins sammeln. Ich will euch nur die Level präsentieren, okay? Wir werden hier nichts sammeln. Einfach nur durch. Denk mal, einfach nur, um zu zeigen, was so geht. Weil genau jetzt musste ich das verlieren, ne? Hier geht es wahrscheinlich einfach nur darum, um Münzen zu sammeln. Das Problem bei dem Münzrausch ist, wenn ich jetzt hier in den ersten Level sterbe, setze ich direkt mit dem zweiten Level fort. Das heißt, ich bin direkt in diesem Level hier. Weltpilz 3 zum Beispiel. Und das ist halt das... Jetzt wird man hier noch verlangsamt. Das ist halt das Problem. Da ich jetzt keinen Bock auf Autoscrolling habe, sterbe ich jetzt hier. Um es euch mal zu demonstrieren. Wir kennen das Level. Aber, wie ihr seht, setzt man direkt weiter. Mit der Burg. Und jetzt bin ich gestorben. Und wir bekommen ein Ergebnis. Das ist, das ist quasi das Münzrausch-Gedöns. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich habe mir gedacht, hey, Level kennen wir her. Gucken wir uns lieber den neuen Kram an. Raffe als Goldmari unzählige Münzen an dich. Wir werden hier nicht alles durchspielen. Wenn ich sterbe, dann ist das halt so. Ich möchte es halt nur einmal angucken. Ja. Wir kriegen hier eine Goldmünze. Eine Goldblume. Nehmen wir doch mal wahr. Und es gibt überall Timer, ne? Überall gibt es Timer. Ups. So, damit man ein bisschen die Zeit wieder ein bisschen auf Vordermann bringt. So. Es geht einfach nur darum, Münzen sammeln. Mehr ist das hier nicht. Ein bisschen wenig, ne? Aber dafür ist das halt gedacht. Da oben wäre eine Starcoin. Also die Checkpoints sind quasi, quasi nichts wert. Komm, die eine Starcoin, die nehme ich mir doch mal. Die Checkpoints sind quasi nichts wert, weil man hat ja... Wenn man hier stirbt, dann landet man eh immer wieder im nächsten Level, ne? Aber ich zeige euch einfach mal Level, die ihr dazu kaufen müsst. Das sind DLCs. Downloadbarer Content. Downloadable Content. DLC. Zweiter Level. Gold Gear. Ja, nehmen wir mal hier wieder. Ne? Also es kommt jetzt extrem viele Gold Level auf uns zu. Die einfach nur dafür da sind, damit man länger mit dem Spiel zu tun hat. Ich glaube, das war sogar Nintendos allererster DLC. Das ist der allererste DLC von Nintendo gewesen. Den man hier sicher gönnt. Hey, hier sind die Level. Voll easy. Ja, mal gucken, wie viele Level ich hier im Part zeige, ne? So. Man bekommt auf jeden Fall sehr viele Münzen. Jetzt fallen die wahrscheinlich alle runter, wenn ich es aktiviere, ne? Drei goldene Pilze. Nein!
Es gab übrigens damals, das hat mir der liebe Banzai-Chuck erzählt und gezeigt, es gab damals, wenn man eine bestimmte Anzahl an Münzen in dem Spiel gesammelt hat, durfte man mit seinem Screenshot seine Urkunde durfte man sich eine Urkunde von Nintendo höchstpersönlich abholen. Eine ausgedruckte Version. Ja. Da hat der Banzai-Chuck, der Let's Player, Banzai-Chuck, der Super Mario Maker und Super Mario Hacks spielt, viel, hat das auch geschafft, hat das auch gemacht. Der hat sich das Zertifikat geholt. Also, der hat die Muße gehabt, hier sich ja alles, der hat sich hier den Arsch vor aufgerissen, da eine gute Münzenzahl zu holen, ne? Wow. Das Geräusch, wenn die Forms besiegt werden. Na gut, laufen wir mal runter. So wie es sein soll, ne? Gibt's hier einen Boss? Das ist jetzt die Frage. Gibt's hier einen Boss? Aber ich glaube nicht. Sind übrigens komplett neue Level hier. Die nur Leute sehen, die sich das DLC kaufen. Ja. Wer hätte das gedacht? Klar, und man steht permanent unter Zeitdruck. Aber es geht ja, ne? Hier kriegen wir nochmal mehr Zeit. Also Zeit ist hier, Zeit hat man hier ja nicht genug. Schöner Mond im Hintergrund. Ich werde hier auf jeden Fall nicht alle Sternmünzen sammeln, habe ich auch schon angesprochen. Einfach nur machen, um zu zeigen. Oh, ich dachte schon, Alter. Mal zwei. 10.000. 10.000 Münzen. Oh yeah, Mario Time. Das sind sehr viele. So, wie viel kriegen wir denn? Wow, hier kann man so viele Münzen sammeln. Gut, das war ein Levelpaket. Guck mal ins nächste rein. Eine Herausforderung. Erprobe dein Geschick. Mit weißem Waschbär Mario oder den normalen. Wir gehen normal rein. Münzparcours. Kriegen halt eine Feuerblume. Einfach nur durch. Ah. Okay, hier schon mal der erste Checkpoint. Wie gesagt, ich werde mich ja auch nicht jetzt anstrengen. Das zähle ich jetzt mal nicht als mein zum Let's Play-Inhalt, ne? Machen wir das so. Oh, ist das anstrengend hier? Wieso darf ich nur hier durch? Ich mag das Geräusch. Ah. Und hier ist schon das Ziel. Ja, hier gab es nicht so viele Münzen, ne? Hier gab es nicht so viele Münzen. Leider. Guck mal, was hier zu finden ist. Okay. Das Team habe ich lange nicht mehr gesehen. Ups. Oh, wir kriegen ein Blatt. Oh, bitte lasst mich mit diesen Plattformen in Ruhe. Ich benutze diese Level jetzt einfach nur als Speedrun. Gut, dass die Dinger nicht mit denen von den Gegnern aktiviert werden. Oh Gott, das springt auch noch. Wie hinterhältig kann man sein? Bitte nach oben. Yeah. Nein! Oh, ist das fies! Oh. Die habe ich zumindest. Die. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Okay, war doch mal ein cooles Level. Wenn man die Level nur durchrennt und jetzt nicht unbedingt auf der Starcoin-Suche ist, dann ist das ja auch alles recht easy machbar, ne?
Ah, der Sumo-Bruder. Ob man das Spiel durchspielen kann, ohne Gegner zu besiegen? So ein paar Pazifist ran? Wäre das möglich? Das wäre ziemlich cool, wenn das jemand machen würde. Oder? Das wäre ziemlich cool. Ja. Pazifisten ran, Super Mario. Das wäre ziemlich geil. Das wäre doch mal eine Challenge. Das wäre mal eine Challenge. Jetzt außer die Bosse natürlich, ne? Aber es wäre schon cool. Das würde ich mir angucken. Mario, das Spiel hier. New Super Mario Bros. 2. Als Pazifist. Gut, gehen wir ins Levelpaket. Gucken wir uns mal an, was wir hier noch haben. Das werde ich nicht spielen. Das ist richtig schwer. Das gilt als das schwerste, als die schwersten Super Mario Level aller Zeiten. Dementsprechend lassen wir das mal aus. Auf das freue ich mich gleich. Das habe ich schon mal gespielt. Das ist ziemlich cool. Das machen wir auch jetzt. Das ist ziemlich cool. Bis noch sind die meisten dran. Also die Hälfte meiner Zuschauer. Und das hier ist quasi Mario Nostalgie pur. Denn wir spielen, wie ihr seht, Mario 1-1. Der... Von den allerersten Mario halt, ne? Was soll ich dazu sagen? Das ist das allererste Level. Nochmal aufgelegt. Nichts Weltbewegendes eigentlich. Aber für die Leute, die halt sehr da Nostalgie sehen und nicht so wie ich halt das erste Level 100 Mal schon gespielt haben. Für die ist das halt doch was Schönes, ne? Goldene Nostalgie, zweiter Level. Da sind wir wieder. Das kommt mir nicht bekannt vor. Wo kam das denn vor? Wow, eine 100er Münze. Wie hätte ich da denn rankommen sollen? Okay, das ist Mario Bros. 3. Das ist cool gemacht. Ja, das ist sehr cool gemacht. Hier kam er übrigens das erste Mal der Tanuki vor. Genau in diesem Level. Glaube ich, ne? War das was? Muss hier in diesem Level gewesen sein. Ich würde gerne hoch rüberfliegen. War es nicht so, dass hier was gab's? Nee. Früher war es so, dass man sich hier hinterklitschen konnte in den Level. Kann man da durch? Oh, ein Secret! Oh! Was haben wir denn hier? Ja, nice. Das ist ein richtig cooles Easter Egg hier. Es gibt hier ein Secret Exit! Ein Secret Exit! In Level 2. Wo kommt man denn da hin? Gar nicht. Man geht einfach ins nächste Level. Okay. Kann man machen, ne? Yeah. Das ist auch SMB 1. Das ist SMB 1. Da ist auch bestimmt Secret Exit. Warte. Vergisst es. Ja. Ja. Ein bisschen anders ist das schon, ne? Komm jetzt noch Bowser. Oh, yes. Hey, was geht ab? So, Bowser, mach mal. Lass mich durch. Ne, er schmeißt einfach erstmal mit Hämmern. Wo er auch die her hat. Hinten aus in seinem Panzer ist viel Platz. Wenn ich jetzt ein Speedrunner wäre, ne, wäre ich schon verzweifelt. Und Bamski.
Okay, cool. Wir haben noch Zeit, ne? Oh, please, nein. Oh, bitte hör auf, nein. Nein, 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 nein. Nein, ich hab schon gespielt, Scherz. Hier kommst du, hier einfach noch ein großes Thank you von Nintendo. Und wir kriegen hier eventuell sogar eine 100er Coin raus, aber nein, kriegen wir nicht. Ja, für mehrere 50er, 10er. Na gut. Das war das Einzige, was ich schon gespielt habe. machen wir mit dem weiter. Was haben wir denn hier? Gucken wir erstmal das hier. Okay. Nein! Ob ich das noch schaffe? Wobei, ich glaube, das wäre sowieso egal. Wir müssen hier durch. Ein Blatt. Ja, hier kann man so einfach nur Münzen sammeln, ne? Einfach nur Münzen sammeln. Das ist aber wieder so ein furchtbares Level, so typisch Nintendo irgendwie. Wobei das wirkt eher so, als hätte es ein Mario Maker Bauer gemacht. So vom Gefühl her, wisst ihr? Hier ein Abschnitt, da ein Abschnitt und dann ist... Ja. Mario Number One. Okay. Warum kann man hier rein? Kriegen wir irgendwo einen Mini-Pilz? Lass mich bitte irgendwo durch. Oh Gott, will ich so viel Zeit verlieren. Okay. Also wie gesagt, seht den Part einfach als Bonus. Wir gucken uns einfach nur ein bisschen was die DLCs an. Ja. Also die letzten DLCs, also die mit Bowser, ich kann die gleich nochmal anreißen, aber ich werde die nicht durchspielen. Weil man hat für jedes Level da drinne halt nur einen Versuch, es zu schaffen. Und die Level muss man definitiv auswendig lernen, um das abzuschließen. Muss ich jetzt hier irgendwo rein? Au. Wo muss ich denn jetzt hin? Ey, hört doch jetzt auf. Danke. Ja, ob die Level den Kauf wert sind, muss man halt sehen, ne? Gut, ein Level haben wir noch. In diesem Münzpaket. Dritter Level, Münzparcours C. So. Dem. Oh. Geht es jetzt abwärts die ganze Zeit? Das wäre cool. Aber die Lava ist jetzt keine Gefahr, ne? Ach, nein. Okay. Also hier kriegen wir sehr viele Coins, ne? Sehr, sehr viele Coins. Da wird mir ja schon neidisch auf Mario. Ich krieg keine Arschbombe hin. Oh. Die nehme ich doch gerne mit. Oh, was haben wir denn hier?
Also mit der Feuerblume, mit der Goldblume ist man hier einfach viel zu OP. Einfach viel zu krass. Oh, da ist die Star-Coin. Wie soll man in der rankommen? Wahrscheinlich mit einem guten Wandsprung, aber das mache ich jetzt nicht. Ich möchte das Level hier gerne einmal komplett sehen. Zumindest so weit, wie ich komme, ne? Gut gesprungen, würde ich sagen. Oh Gott, Lava, oh Gott. Ich dachte schon, was passiert. Was geht denn jetzt ab? Oh nein, das war's mit der Münze. Mit dem Power-Up. Warum kommen die überall, wo ich hin will? Oh nein, muss ich entscheiden. Oh, natürlich war das falsche Entscheidung. Ob man hier nur die falsche Entscheidung machen kann? Wer weiß. Ob es jeweils auf die immer auf die andere Seite aufgekommen wäre. Und jetzt? Ah. Yes. Okay, das war auch ein cooles Münzpaket, finde ich. Und ein cooles Level. Das war ein wirklich ein gutes Level. Okay, schauen wir uns das nächste Münzpaket an. Hier wird's haarig. Konzentration ist gefragt. Die Messleiter für Puzzle, Profis und Schnelldenker. Und dann natürlich Warnung nur für Profis. Und das mache ich wirklich. Machen wir das nochmal. Und danach gucken wir uns das Profi-Level an, okay? Das machen wir hier noch. Ja, nicht runterfallen. Oh, yes. Das ist eine Buhu-Bahn. Also wenn ihr die Level überspielen wollt, gönnt die euch auf euren 3DS. Immer sehr. Und dann könnt ihr mir ja berichten, wie das Level weiterging. Das war natürlich gerade ein mega Fail. Oh, hier geht uns tatsächlich die Zeit aus. Da muss man aufpassen. Natürlich kommt dann noch ein Schleißgumma mit Flügeln. Was ist das für ein Level hier? Ja, ist schon härter, ne? Checkpoints bringt uns halt mal quasi gar nichts, ne? Na. Ich habe Angst, ne? Ich habe Angst, dass ich hier leicht, weil man hier leicht runterfallen kann. Oh, Goomba, hau ab. So. Ich bin bis jetzt weitergekommen als im vorherigen Level. Ich wusste, dass da was ist. Aber helfen tut es mir nicht. Also hier, in den Leveln hier, alle Starcoins einmal zu sammeln, das muss echt heftig sein. Man darf ja nicht mal sterben. Und man muss jedes Mal, wenn man stirbt, wieder alle drei Level von vorne anfangen. Das ist das Heftige, das ist die Schwierigkeit. Ne? Das ist leider die Schwierigkeit. Oh, wir kriegen eine goldene Verblume. Das nehme ich gerne. Das gebe ich gerne als Ersatz mit und dann schauen wir mal. Okay, die Knochenbahn. Also wie gesagt, das ist ein komplett neue Level hier. In einer Art. Kam die schon vor, so eine Art, ne? Aber nicht genau so. Noch nie war die Knochenbahn so schnell. Oh, ich wollte eigentlich darauf springen. Wahrscheinlich muss man da auch raufspringen, sonst kommt man natürlich an die Starcoin ran.
Yo. Ja, ist okay. Ist okay. Völlig machbar. Komm, ich habe keine Zeit. Alter, gib die Scheiße jetzt her. Mir geht die Zeit aus. Ja, schaffe ich nicht mehr. Die Zeit geht aus, oder? Hier geht irgendwie viel zu viel ab. Oh, please. Ich bleibe einfach hier unten. Hier bin ich sicher. Nicht lange, aber... Oh. Oh, no. Hey. Immerhin. 50.000 Münzen. Gut, und zum großen Finale zeige ich euch noch einmal, was hier die Schwierigkeit ist. Ich werde die Level nicht durchspielen. Erstens haben wir weniger Zeit. Zweitens ist man bei jedem Fail, muss man sofort... Oh Gott. Ah! Wir dürfen keine Feuerblume... wir dürfen die Goldblume nicht mehr aktivieren. Die ist ausgekraut. Gehen direkt ins zweite Level. Hals- und Beinbruch. Also das ist unfassbar. Und man sagt, das ist wirklich das schwerste Level... Die schwersten Level, die Nintendo je gemacht hat. Ich soll hier runter. Ja, wenn ich da runtergesprungen wäre, wäre ich tot. Noch lebe ich. Mal sehen. Ja, genau. Guck mal, jetzt kommt noch so ein... Nein! Wir sind immer am Anfang des Levels. Wir sind gerade mal am Anfang. Ich bin gerade mal so einen Meter vorgekommen. Ja. Und dann kriege ich mal die Sprünge, ne? Also die Level sind wirklich hart. Die Level sind wirklich hart. Also ihr solltet, wenn ihr die Level auch spielen wollt, wenn ihr gute Mario-Spieler seid, dann versucht euch mal an dieser Herausforderung hier. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Am besten ist mit Videobeweis. Das wäre am nicesten. Und ansonsten, ja, ich bedanke euch fürs Zusehen. Das war's mit Super Mario. New Super Mario Bros. 2. Und ja, wir sehen uns in einem nächsten Mario wieder oder in einem anderen Projekt. Guckt gerne mal rein. Ich habe ein bisschen mehr auf dem Kanal mittlerweile. Macht das ja schon ein paar Jahre. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem, was ihr gerade tut. Auf Wiedersehen. Haut rein und tschüss.